Triggerwarnung. Diese Folge beinhaltet explizit Gewalt und Sexualität. Wer das nicht verträgt, soll jetzt den Podcast abstellen. Der Michael trägt Latex wie andere Baumwolle. Er definiert sich als Fetischist. Rubber ist für mich wie eine zweite Haut. Also sie gibt mir Halt, sie gibt mir ein gutes Gefühl von Selbstsicherheit, von Aufgehoben. Ja, einfach. Und natürlich irgendwo auch ein erotischer Faktor. Was für ihn genau Fetisch bedeutet, welche Fetisch er hat und warum er sogar in Fetisch geheiratet hat, jetzt. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße den Michael Gehrig. Er ist 51 und kommt aus Breitenbach im Kanton Solothurn. Er ist ein Fetischist und hat 2017 den Titel Mr. Rubber Switzerland gewonnen und 2018 den Titel Mr. Rubber Europe. Herzlich willkommen bei uns, Michael. Herzlich willkommen und danke schön für die Einladung. Gern geschehen. Was ist für dich genau Fetischismus? Fetischismus ist für mich, ja, ich glaube, das Offensichtlichste ist gerade, dass ich jetzt vielleicht nicht das anhabe, was jetzt jemand anders gerade vielleicht würde tragen. Oder sagen wir mal, nicht gerade meine Freunde im... Ich habe Rubber an, Gummi, liebe ich sehr vom Traggefühl her. Also das ist ein Fetisch. Und wer mich vielleicht sonst auch ein bisschen kennt, eben, dass ich da mit einem Halsband rumlaufe, mal das oder auch mal ein bisschen offensichtlicher, das ist dann ein Fetisch für BDSM. Also das, ja... Etwas, das von Herz aus kommt, mit Leidenschaft. Was ist genau Rubber? Was ist das für ein Material? Rubber ist Gummi, ist das englische Wort für Gummi. Und in dem Sinn jetzt gerade, das ist Latex, also ziemlich so, wie man es so kennt, wenn man einmal schon mit dieser Materie ein bisschen konfrontiert oder begegnet hat. Ich bin aber auch sehr bekannt für Heavy Rubber. Das ist gerade in der jetzigen Zeit, sieht man das natürlich viel, so Schutzanzüge, also so schweres Gummi, oder? Und man sieht es ja auch ein bisschen dahinter dran, Gummistiefel und so, also so das Heftigere, das gefällt mir dann eben auch. Das trage ich sehr gerne und ja, mit dem bin ich dann gerne auch unterwegs. Wie oft trägst du das? Ja, eigentlich immer, wenn die Gelegenheit dazu ist. Man ist zwar mir jetzt gerade ein bisschen dankbar gewesen. Man kennt mich also tatsächlich mit einem Schutzanzug durch Breitenbach spazieren mit dem Odin. Das ist mein Hund, mein Berner Sennenhund. Also in der Regel, wenn ich durchs Dorf gehe, zeige ich Gesicht. Aber wenn ich dann so hinten über die Felder Richtung Wald raufgehe, dann bin ich wirklich so in Vollschutz, Gasmasken, alles voll zu. Und so bin ich so unterwegs. Beschreib mir das Gefühl, das du hast, wenn du Rubber anhast. Rubber ist für mich wie eine zweite Haut. Also sie gibt mir Halt, sie gibt mir ein gutes Gefühl von Selbstsicherheit, von Aufgehoben. Ja, einfach. Und natürlich irgendwo auch ein erotischer Faktor. Das ist auch dabei. Das will ich nicht leugnen. Erotisch heisst was für dich? Also es macht dich heiß. Ja, natürlich. Also ich bin jetzt auch jemand, der Rubber auch für Sexualität trägt und nutzt, aber ich möchte auch gerade für meine ganze Community reden. Also es gibt Leute, die Rubber nur tragen, rein wie jetzt jemand anders ein paar Jeans trägt und fertig. Also nichts Sexuelles, bis eben zu denen, die es auch nur für Sexualität tragen und da gibt es dazwischen einfach alles. Es ist nichts festgefahren und nichts in einem Kästchen versorgbar. Also bei mir da an der Straße, wo ich wohne, in der Stadt Zürich, gibt es auch einen Sexshop. Und dort bin ich mal aus Neugier so ein Rubber-Outfit ausprobiert. Also es war einfach ein Oberteil gewesen. Und ich habe sofort nach Sekunde 1 angefangen zu schwitzen. Und es war total klebrig gewesen. Ich hatte auch total heiß gehabt. Kannst du mir nochmal erklären, was genau die Faszination ist? Weil ich habe das gerade wieder abziehen. Das ist die meistgestellte Frage, von wegen eben, schwitze ich da drin? Nicht natürlich schwitze, aber das ist genau das Gefühl, das ich auch sehr gerne habe. Also so die Feuchtigkeit zwischen der Haut und Gummi ist für mich etwas sehr Angenehmes. Also Gummi am Anfang anzulegen, ist für mich gar nicht reizvoll. Aber kann es auch mal sein, dass ich wirklich Überwindung brauche, vor allem wenn es dann noch kalt ist. Also das Rubber und kalt geht für mich gar nicht. Im Gegenteil, je heißer, desto besser. Und darum kenne ich viel mehr auch, wenn ich Zürich Pride zum Beispiel laufe, oder letztes Jahr auch Genf Pride hier in der Schweiz, das mache ich dann in voll Rubber. Und also
Ja, ich habe es auch schon mit einem 1,2 mm dicken Gummianzug gemacht, dass es dann so wirklich läuft. Ich bin dann aber auch froh gewesen, Zürich Pride war noch gäbig, die ist wirklich so von Brunnen zu Brunnen gegangen und die hat dann die Brunnen auch ausgenutzt für mich. Wie tust du dich dann abkühlen und musst du auch mehr trinken? Absolut. Also Trinken ist A und O und ist sehr wichtig. Also da darf man wirklich auch nicht zurückhalten, da muss man schauen, dass das funktioniert. Abkühlen, also eben, ich bin trainiert durch das, dass ich natürlich sehr oft Raben trage und auch mehrschichtig Raben trage, eben damit die Wärme aussteigt, oder? Ja, mag mein Körper da einiges mehr aushalten, wo ich jetzt dir natürlich nicht gerade würde vorschlagen, das zu machen, oder? Also da würde ich sagen, ganz gut, wenn du vielleicht einmal mit einem Trägen-T-Shirt anfängst und nicht gerade vielleicht gerade eine Zürich Pride laufst in der vollen Sonne. Also das würde ich dir vorher noch ein bisschen vorbereitend sagen, mach es ein bisschen anders zuerst. Kannst du mir mal ein bisschen deine Welt ganz für Dummies wie mich erklären? Also ich weiss, es gibt Fetisch, es gibt BDSM, es gibt Dominas, es gibt Rubber, es gibt Stiefel. Kannst du mir ein bisschen sagen, was ist ein Fetisch, was ist eine Praktik, was ist eine Philosophie? Wie sieht deine Welt aus? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, Fetisch ist eigentlich etwas, wo nicht nur jetzt das, also Fetisch können ganz verschieden sein. Also einfach etwas, wo dein Herz, die Leidenschaft schlägt dafür, wo du sehr eine Verbindung bringst, meistens mit einem Objekt, wie jetzt eben einem Kleidungsstück. Oder eben BDSM hat dann mehr etwas damit zu tun, mit einer Rollenverteilung. Ich habe zwar in meinem speziellen Fall das Wort Rolle nicht so gern, zwischen jemandem, der die Macht hat und jemandem, der sich deren unterordnet. Das ist BDSM. Also das ist auch eine Abkürzung für Bondage, Dominanz, Disziplin, Submission, also Unterwerfung, Sadomasochismus und Masochismus. Das ist die offizielle Abkürzung, aber wichtig, BDSM beruht immer auf Einvernehmlichkeit. Also das hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun, sondern das sind zwei erwachsene Leute, die sich einvernehmlich auf so eine Situation einlassen. Das ist also auch ein Fetisch. Aber eben, sonst normal bekannt sind Fetisch für Kleidungsstücke und da gibt es ich jetzt für Rubber, es gibt aber auch Leder, es gibt Worker, es gibt Sportswear, es gibt Sneakers, whatever, also es gibt auch viel, es gibt Leute, die stehen auf Socken oder whatever. Es gibt auch einen ganzen Haufen Möglichkeiten, die man da haben kann. Was sind genau deine Fetische, die du hast? Was gefällt dir? Also angefangen hat bei mir eigentlich so die Welt zu entdecken mit BDSM. Das war so ein bisschen der Einstieg gewesen. Und dann habe ich durch ein Schlüsselerlebnis habe ich dann zu Rubber gefunden. Lederhose hat mich dann auch sehr gleich angefangen reizen. Und dann ist dann irgendwann so, habe ich einfach immer gesehen, ich schaue den Motorradfahrer nach. Und heute ist eigentlich so das klassische Leder ist nicht so meins. Das trage ich gerne mal, eine normale Lederhose. Aber so eine Biker-Kombi aus Leder hat schon etwas. Und dann, was ich sonst im Alltag sehr oft trage, ist Worker-Sachen. Das ist dann auch noch ein grosser Fetisch von mir. Also das heisst so Bauarbeiter etc.? Genau. Army ist auch noch ein bisschen. Also Soldaten in Uniform, oh. Wenn sie dann noch herzig aussehen, ja, dann. Also herzig heisst für mich eher so männlicher Typ, also nicht so schnuggelig und so, sondern ein männlicher Typ, so robust, dann werde ich schwach, ja. Du bist schwul, wir haben noch gar noch nicht über deine sexuelle Orientierung geredet. Ja, eben, männliche. So männlich, ich bin schwul. Okay. Wann hat das alles angefangen? Wie alt bist du da und wie bist du in die Welt reingekommen? Also ich muss so sagen, ich habe eigentlich als kleiner Bub schon klein gewusst, ich möchte eigentlich Priester werden. Ich bin katholisch auferzogen worden und dann hat es eigentlich lange für mich eigentlich gar nichts gegeben. So, mein Körperbewusstsein hat hier aufgehört, unter dran nichts. Und eigentlich erst, wo der Berufswunsch dann verschwunden ist, habe ich dann auch gefunden, okay, jetzt gilt es, die Welt zu entdecken. Und tatsächlich habe ich dann zuerst einmal eine Frau kennengelernt. Ja, aus einer katholischen Erziehung aus ist das Normalste. Jetzt wäre man eine Freundin, oder? Das war ein bisschen schwer gewesen, weil dort bin ich auch noch eine andere Person gewesen, so 140 Kilo. Ja, habe ich ein bisschen anders ausgesehen.
Aber eben, ich habe eine Freundin gefunden, aber das hat man dann gleich gemerkt, das hat nicht geklappt, obwohl ich dort immer noch nicht gewusst habe, dass ich schwul bin. Also absolut keine Gedanken daran verloren. Und erst, als ich sie dann, also als wir uns getrennt haben, habe ich dann einfach mal gesagt, oh, das ist die Sexualität, das irgendwie, nein, das kann es nicht sein, jetzt muss ich mal schauen, was gibt es noch. Und dann ist so eine, auch wieder ein Schlüsselmoment in meinem Leben gewesen, da habe ich gesagt, jetzt habe ich es mit einer Frau probiert, jetzt probiere ich es mit einem Mann. Ja, und mein erstes Date hat dann schon gezeigt, ja, das ist mein Weg, dort werde ich gehen. Wie alt bist du da gewesen? Ah, das ist 20 rum, ist das gesehen, ja, glaube ich, wenn ich noch recht erinnere. Ach, es wird immer weiter weg. Was heisst genau, ist dein Weg, der Weg Richtung schwules Leben oder wohin? Also, damals war es einfach für mich Sexualität entdecken gewesen. Und ich habe gesagt, ich will jetzt auch wirklich die Sexualität entdecken, mich selber kennenlernen, auch ganz andere Empfindungen, die ich alles in der Pubertät ja alles nicht gemacht habe. Und von dem her habe ich dort aber das erste Mal versteckt gelebt. Also ich habe, das bereue ich heute noch, wirklich auch ganz, ganz nachstehenden Freunden nicht den Mut gehabt, das zu sagen. Und das sind drei qualvolle Jahre gewesen, das Doppelleben zu führen. Und als ich dann durch einen Umstand von außen gesteuert mein Coming-out hatte, ist es dann eigentlich wie ein grosser Stein vom Herzen gewesen. Und ich habe mir auch dort geschworen, ich verstecke mich nie mehr für nichts. Und habe dann auch, was ich in dieser Zeit auch schon gelernt habe, eben BDSM habe ich schon kennengelernt und habe dann einen Monat später dann auch gerade das Coming-out gemacht für BDSM und habe gesagt, jawohl, ich stand auch noch gerade auf die besondere Art von zwischenmenschlichen Beziehungen mit Macht und Unterordnung. Du hast mir verraten, dass du in einer Sauna ein besonderes Erlebnis gehabt hast, wo du zum ersten Mal mit dem BDSM in Kontakt gekommen bist. Magst du mir die Geschichte erzählen, was ist dort genau passiert und was hat der Typ mit dir gemacht? Ja, das mache ich gern. Ja, eben, ich bin dann das erste Mal, als ich dann so meine schwule Seite, Sexualität habe wollen, ausleben, bin ich in die Männersauna gegangen. Und gleich schon darüber ab, als ich dann meine ersten Besuche hatte, bin ich dort mit jemandem, habe ich jemanden kennengelernt und der hat mir dann auch gesagt, wenn wir in die Kabine gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, doch. Und ja, dann bin ich dort so auf am Gelegen, oder? Und er ist so über mich rüber gesessen, so, dass ich, also auf meiner Brust, und dass ich meine Arme nicht einmal mehr konnte bewegen. Also so wirklich fixiert gewesen. Und dann hat er mich angefangen mit den Augen fixieren und hat einfach nur an meinen Brustwarzen angefangen zu spielen. Und das war am Anfang sehr reizvoll gewesen. Und er ist dann einfach immer wirklich weitergegangen, bis das hat angefangen wehtun. Und ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was passiert jetzt gerade? Jetzt tut es weh? Nein, reizvoll? Nein, will nicht mehr. Und da bin ich so in einen richtigen Clinch reingekommen. Und er hat dann wirklich gewusst, mit dem zu spielen. Und ja, das war der Schlüsselmoment gewesen, meine erste Begegnung mit BDSM. Mir jemandem so herzugeben und etwas zuzulassen und den Weg zu finden zwischen lustvoll, Schmerz und ja, in mich unterzuordnen. Jetzt für mich wäre das ein Moment, wo ich dem Typ würde sagen, du, was machst du da eigentlich? Hör auf, oder das tut weh. Warum ist es bei dir anders gewesen? Für mich war das die Verbindung, die ich hatte mit dieser Person und die Lust zu spüren. Also, es ist eine Interaktion zwischen uns gewesen. Ihn hat das auch mit Lust erfüllt, also meine Reaktionen zu sehen und irgendwo auch die Hilflosigkeit. Und das war so wie ein Wechselspiel gewesen. Das ist wie ein zusammen musizieren. Und das ist die erste Stimme mit der zweiten Stimme zusammengekommen und hat ein wunderschönes Konzert schlussendlich bildet. Haben Sie dann vorher über das geredet, was passiert? Nein. Also das Erlebnis dort war nicht abgesprochen gewesen. Das ist einfach so entstanden und da ich ja auch sehr unerfahren war, nicht viel auch Erfahrung können machen, also eben nochmal zurück, ich bin auch nicht gerade der attraktivste Mann von meinem Äußeren her, habe ich auch sehr viele Probleme gehabt mit meinem Selbstwertgefühl, habe ich einfach gesagt, ich will einfach gehen und schauen, was passiert und ich bin Gott froh, habe ich das nicht vorher besprochen, weil ich bin ein sehr kopflastiger Mensch und wenn du das mit mir vorher besprochen hättest, hätte ich gesagt, nein, ich komme nicht in Frage. Und durch das, dass ich es nicht besprochen habe, habe ich einfach darauf eingelassen. Aber das heisst, verstehe ich das richtig, dass der tiefe Selbstwert hat mit dir das gemacht, dass du wie einfach froh gewesen bist, dass jemand sich mit dir abgibt in dem Moment? Also dort in dem Moment habe ich sicherlich, auch wenn du in so eine Sauna gehst und siehst, was dort
also das mal für Typen halt um die herum gewesen sind. Alle haben irgendetwas irgendwie gehabt. Hat schon sehr viel Öben auch gegeben, wo überhaupt nicht passiert ist, weil ich einfach nicht irgendwie nicht gegenüber gefunden habe, wo passt hätte. Und von dem her ist das der Moment dort, ist schon super schön gewesen, weil ich hatte schön angefangen an der Bar und eben dann sind wir in die Kabine gegangen und das ist für mich eigentlich eine Wahnsinnserfüllung gewesen. Und dass es dann zu so einem Schlüsselmoment gekommen ist, da bin ich dem Mann heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Er hat es auch wirklich sehr einfühlsam. Was mich noch Wunder nimmt oder was ich noch nicht ganz verstehe, ist Folgendes. Was genau hast du jetzt toll gefunden? Dass jemand sich auf dich einlädt? Oder ist es der Schmerz gewesen? Oder ist es der Sex gewesen? Also ich würde sagen, letztendlich ist es alles zusammengekommen. Aber wie soll ich sagen? Hättest du mich vorher gefragt, dass ich mich derart... Also für mich war die Sexualität eine andere Vorstellung gewesen, bis zu diesem Erlebnis. Also das war sehr romantisch verklärt gewesen. Und dann plötzlich das zu erfahren, wie reizvoll das kann sein, wenn du dich nicht kannst wehren oder bewegen. Und eben dann so ein Weg beschreitest zwischen Lust und Lustschmerz und so. Das war für mich total eine Explosion im Kopf gewesen. Und ich habe genau gewusst, da muss ich noch ein bisschen mehr dran, da gibt es noch mehr, das will ich kennenlernen und da muss man noch ein bisschen weiter forschen. Und das habe ich dann auch gemacht, letztendlich. Jetzt, du hast mir erzählt, dass er dich ja eingeklemmt hat mit dabei und eben an deine Brustschwarze gespielt hat. Hast du das umgekehrt dann bei ihm auch gemacht? Nein, das ist schon damals mal überhaupt nicht meine Ambition gewesen. Also, eben wie gesagt, für mich war das ein Feuerwerk gewesen. Für mich war das dann auch abgeschlossen nachher gewesen und ich bin ja richtig geschafft, überwältigt, glücklich gewesen. Also für mich wäre jetzt gar nicht in Sinn gekommen, in dem Moment die Rolle zu wechseln und das mit ihm auch auszuprobieren. Nein, das war jetzt mal kein Thema gewesen. Und wenn ich jetzt ein bisschen vorspulen tue, bin heute noch ausschließlich Bottom, wie man das sagt, also eher der, der eben die unterwürfige Seite sucht. Und die paar Mal, wo ich das probiert habe, mal die Rolle zu duschen, nicht, dass ich das nicht könnte. Also ich habe sehr eine dominante Art und Weise in meiner Persönlichkeitsstruktur auch vorhanden. Also ich kann durchaus auch Leute führen, das ist auch nicht die Frage. Aber es gibt mir keine Befriedigung. Und wenn ich mit einer Person dann interagiere, ist es meistens immer das Denken, was hätte ich jetzt gern, was würde mir gefallen. Also das ist total falsch in meinem Empfinden und meiner Wahrnehmung von meiner Sexualität. Also du definierst dich in dem Fall als unterwürfig. Genau, genau. Was gibt dir das? Was gibt mir das? Also einerseits wurzelt es natürlich tief in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, in meiner Kindheit. Und dort habe ich unterdurch müssen. Also wir haben einen sehr dominanten Vater gehabt, also meine Brüder und ich. Und von dem her, dort hat es nicht viel Lustiges gegeben. Das war dann auch mit Gewalt verbunden gewesen, das darf ich hier auch sagen. Und eigentlich habe ich dann mit der Sexualität den Weg gefunden, dass ich mich selber kann sein, so wie ich aufgewachsen bin, aber lustvoll und einvernehmlich. Also ich habe nie mehr Gewalt erlebt diesbezüglich, sondern einfach lustvoll ist miteinander. Und auch am Anfang, wo das noch nicht so ausgeprägt und so erfahren war, gibt es ja beim BDSM auch immer ein Codewort, wo man die ganze Handlung kann abbrechen, wenn es einem zu viel wird und das klassisches Stoppwort und dann hört alles auf. Und das habe ich natürlich am Anfang auch sehr viel genutzt und habe gemerkt, also ich kann meine Erfahrungen machen bis dahin, wo es mir gefällt und wenn ich Stopp sage, hört alles auf und da passiert nichts mehr. Und das ist alles in Ordnung. Wunderbar und schöne Zeit. Du bist jetzt gerade in der Kindheit angelangt. Ich würde gerne noch in die Tiefe und später nochmal zurückgehen, punkto was dir gefällt beim Fetisch und beim Sex. Wie bist du aufgewachsen? Also ich bin der älteste von drei Kindern. Ich bin dann das erste Mal bei meinen Grosseltern aufgewachsen, die ersten 6 Jahre, weil meine Eltern sind berufstätig gewesen. Das war für mich eine sehr wohlbehütete, schöne Zeit gewesen. Dort bin ich aber dann auch sehr schwarzkatholisch erzogen worden. Dort gründet dann auch alles, so ein bisschen, warum ich Priester werden wollte. Mit 6 bin ich dann in die Familie zurückgekommen. Dann ist mein Bruder dazugekommen. Und 3 Jahre später dann noch mein zweiter Bruder. Und wir sind dann in der Familie aufgewachsen. Wie gesagt, das hat dann
auch schlussendlich zu einer Scheidung, also zu einer Trennung geführt, weil Behörden haben müssen einschreiten, weil halt doch Kindsmisshandlung im Spiel war und von außen dann Behörden und ja, eingeschritten ist und das aufgelöst hat. Magst du erzählen, was genau passiert ist? Also wer hat wen misshandelt? Also es war so, dass die ganze Familie, inklusive meiner Mutter, haben unter meinem Vater sehr gelitten. Also ich habe gleich geschnallt, dass sich unterordnen und meinen Weg zu finden, immer schauen, dass ich das Beste rausbekomme und meinem Vater ja nicht Anlass gebe, irgendwie ja, eine Strophe, mehr zu bestrafen oder etwas, sondern einfach zu folgen, zu parieren, zu machen und zu tun. Ist der beste Weg für mich. Der mittlere Bruder, der hat dann eher halt Konfrontation gesucht und ja, er ist dann mal auch im Zimmer eingesperrt gewesen. Der Jüngste ist eigentlich am besten weggekommen, weil der hat kein Problem gehabt diesbezüglich. Und von dem her, ja, ist dann das irgendwann dann eskaliert, wo die Leute mitbekommen haben, dass mein Bruder eingesperrt ist. Der hat einfach nur für die Schule dürfen raus, so sagen. Also eingesperrt heisst, wie lange war er dann eingesperrt im Zimmer? Für in die Schule zu gehen, durfte er das Zimmer verlassen. Also das ist so, ich sag mal, das ist nicht die ganze Zeit, in der er gelebt hat, sondern der Bruder als Rebell in der Familie gegenüber dem Vater, das hat sich halt aufgespielt. Und der Vater hat irgendwann mal sich nicht mehr zu helfen gewusst. Und ich würde jetzt mal sagen, so, schwer zu sagen, ist so lange her und gewisse Sachen will man auch nicht mehr so darüber nachdenken, aber ich glaube, sicher über ein halbes Jahr hat er das Zimmer nicht verloren, sondern wirklich nur für in die Schule zu kommen. Was waren denn so Gründe bei dir zum Beispiel, wo der Vater hässig geworden ist? Also mein Vater hat sich bedienen lassen, an Strich und Faden. Also, ich kann ein Beispiel sagen, also da ist man vom Kind, also wenn er Fernsehen geschaut hat, ist Totenstille und Kinder haben sowieso nur im Zimmer zu sein. Also gespielt ist nicht in der Stube worden und nachher, wenn er ein Päckchen Zigaretten zum Beispiel wollte, hat er gepfiffen und dann sind wir vom Zimmer rausgerannt und sind in die Küche, haben Zigaretten geholt, haben sie ihm in die Stube gebracht und haben wieder verschwinden können. Also ja, das ist jetzt einfach ein klassisches Bild, wo das abgegangen ist. Wir sind auch sehr beschäftigt gewesen, also der Vater hat sehr viele Hobbys angefangen und die hat er immer sehr exzessiv gemacht und die Arbeit, die dann damit verbunden war, hatte die Mutter und mir Kinder. Also, wir haben da Küngelzucht, riesengroß. Wir haben neben einer Gärtnerei gewohnt, wo wir dann eigentlich das Gemüse von dort haben können. Haben aber nebendran einen riesen Garten gemacht. Sind bald nicht mehr nachgekommen mit dem ganzen Gemüseverarbeiten, geschweige denn den Garten zu pflegen. Aber das hat der Vater nicht so interessiert. Er hat einfach Spass gehabt, dass da ein schöner Garten ist und das alles gedeiht. Einfach Beispiel, he? Einfach Beispiel. Was denkst du, warum hat dein Vater das gemacht und warum war er so, wie er war? Also mein Vater, weiss ich aus heutiger Sicht auch, hat es auch nicht leicht gehabt. Er ist im Krieg auf die Welt gekommen, ist Deutscher gewesen. Also das Ganze hat in Deutschland gespielt und die Situation zwischen ihm und seinem Vater war auch sehr zerrüttet gewesen. Und von dem her ist für mich heute sehr vieles nachvollziehbar, warum und wieso. Aber es gibt für mich keine Entschuldigung, wie er war oder mit uns, sagen wir es so. Sonst hätte ich heute auch das Recht, anders zu sein. Und das kommt ihm nicht einmal im Gedanken drauf. Oder? Aber es gibt mir heute einfach die Erklärung, warum als mein Vater war, wie er war. Weil heftige Geschichten auch dort schon erlebt sind. Wie hast du deine Mutter erlebt? Was ist sie für eine Persönlichkeit? Meine Mutter hat, wie gesagt, erst dort, wo die Behörden gekommen sind und an die Türen geklopft haben, weil jemand Anzeige gestattet hat, der das mitbekommen hat, dass mein Bruder eingesperrt ist, hat das erste Mal eigentlich dann wirklich Hilfe gespürt, dass sie sich vom Vater hat wollen lösen, also mit durch die Kinder hat wollen ausziehen und auch die Behörden dann gesagt haben, sie helfen. Bis dahin hat sie sich einfach immer nur überreden lassen und ja, sie ist, ich würde mal sagen, eine sehr unterwürfige, anpassungsfähige Person, die nicht Kraft hat, gegen so eine starke Persönlichkeit oder dominante Persönlichkeit sich zu wehren. Was würdest du sagen, hat die Zeit aus deiner Kindheit mit dir gemacht?
Sag es mal so. 2001 hatte ich einen Autounfall. Bis dahin war mein Leben, wie man so schön sagt, kompensiert. Also da bin ich meinen Weg gegangen, ich habe Ausbildung, also Schule gemacht, habe Ausbildung gemacht, ich habe in meinem Beruf gearbeitet, ich war glücklich, engagiert, hatte eine Beziehung, ich war ein bisschen Workaholic. Und 2001 ist der Autounfall passiert und Schleudertrauma und eine sehr harte Zeit angefangen. Und dort ist natürlich dann so auch die psychische Krankheit ausgebrochen. Und ich bin überzeugt, die psychische Krankheit hat sehr viel mit dem Schleudertrauma zu tun, logisch. Aber es ist natürlich dann auch das alles aufgekommen und rausgespült worden, was mit meiner Kindheit und Jugend dann passiert ist. Und wie gesagt, BDSM ist für mich eine Art Therapie geworden. Ich habe heute Leben mit BDSM, also so wie ich erzogen, aufgewachsen bin, aber auf eine gute, positive Art, ohne dass ich mich jetzt verändern und neu programmieren oder neu erfinden muss, kann ich sein, wie ich bin, aber ich bin mit Menschen zusammen, die es gut meinen, wo mir ein erfülltes Leben damit schenken. Und da hatte ich damit auch zwei Partnerschaften, die beide über 9 Jahre gegangen sind, die genau auf dieser Struktur auch basiert haben. Und ich bin beiden Partnern von Herzen zu Herzen dankbar. Und auch wenn wir nicht mehr in einer Partnerschaft sind, habe ich mit beiden noch Kontakt und die haben ihren Platz in meinem Herz behalten, weil die haben mir sehr viel gegeben in meinem Leben, dass ich heute wieder hier stehen kann und auch wieder selbstsicher bin und auch gerade die letzten 3 Jahre wieder allein auch auf die Beine gekommen bin, habe können sagen, das bin ich, da stand ich und so bin ich und für das stand ich auch ein, wenn ich bin. Also das ist ein grosses Geschenk. Ja. Jetzt, du hast mir gesagt, dass du mehrere Monate nur 2 Stunden geschlafen hast. Du hast Mühe gehabt, damals nach dem Autounfall mit der Konzentration und mit dem Licht. Du warst in der Psychiatrie. Was ist denn genau deine Diagnose gewesen? Weil Schleudertrauma ist ja etwas Mechanisches, oder? Was man hat bei einem Unfall. Was ist aber genau die psychische Komponente gewesen? Also es ist so, mit dem Schleudertrauma ist ein riesengroßes Schmerzsyndrom geht da einher. Das habe ich übrigens heute noch. Auch wenn viele Leute sagen, man sieht ja nicht an. Ich muss mit dem nicht hausieren und ich muss auch nicht mit jedem über meine Schmerzen reden. Das ist für mich nicht das Wichtigste. Aber eben auch hier möchte ich nochmal schnell Sprung über. BDSM habe ich gelernt, mit Schmerzen umzugehen, mit Schmerzen zu lernen. Das hat mir übrigens dann auch mit dem Schleudertrauma geholfen, unter anderem. Ich bin dann darüber ab, habe ich nicht mehr geschlafen, bin psychisch krank geworden und dann habe ich zwanghafte Persönlichkeitsstörung entwickelt. Und für mich sind einfach so alles perfekt. Also wieder nochmal zurück. Ich habe meinem Vater, ich habe vorausgedacht, was muss ich alles machen und das möglichst perfekt, damit mein Vater kein Ansatzpunkt findet, mich zu bestrafen. Und das hat dann eigentlich auch schon die Zwanghaftigkeit in meiner Kindheit gewurzelt, hat sich dann durchgezogen in meiner Lehre. Also für mich hat es selbst, wenn ich mit einer, es gibt ein Paradebeispiel, ich habe eine Buchhaltungsprüfung geschrieben, hatte einen 6er, aber 3 Fehler. Und ich bin nicht zufrieden gewesen, weil ich 3 Fehler hatte. Nur einfach ein Paradebeispiel, wie weit meine Zwanghaftigkeit gegangen ist, für selber wollen perfekt sein und ja nur das Beste zählt. Oder? Und das bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da sehr viel ablecken und hinter mir lassen, dass ich heute anders kann durchs Leben gehen kann. Was mich noch wundern würde, du hast mir vorher beschrieben, dass der Vater sehr dominant war und du hast als Kind auch unterwürfig sein, was ja verständlich ist, weil als Kind wächst man ja nur bei Eltern auf, wo man das Gefühl hat, die machen ja alles perfekt. Oder man hat ja als Kind nicht die Form von Reflexion, wo man kann sagen, oh, der Vater hat aber ein Gewaltproblem oder die Mutter ist ein bisschen sehr devot. Jetzt, was mich aber irgendwie, mein Eindruck ist von außen, ist, dass du die Konstellation von damals irgendwie selber reproduzierst. Also wenn du ja heute mit deinen Liebespartnern oder mit deinen Sexpartnern auch unterwürfig bist, dann ist doch das irgendwie eine Wiederholung aus der Kindheit. Würde ich überhaupt nicht sagen, weil meine Kindheit hat überhaupt nicht mit Lust zu tun. Meine Kindheit hat überhaupt nicht mit Spass diesbezüglich zu tun, Freude empfinden. Zeit zu verbringen mit meinem Vater auf diese Art und Weise ist mir heute noch nur der Gedanke alleine graus. Also das kannst du hinten und vorne nicht vergleichen. Oder? Ich sage,
wir dürfen anzulernen, zu einer Person aufzuschauen, das ist schön und das genieße ich heute noch. Aber genau wissen, dass die Person, und jetzt rede ich mal schnell von meinen zwei Partnern, dass ich für die das Wichtigste auf der Welt gewesen bin und dass die für die nichts anderes gezählt hat, dass ich glücklich bin, dass ich lache, dass ich zufrieden bin, dass ich, ich sage jetzt mal, aus einer Session raus total erschöpft kann, rausgegangen, aber mit einem Grinsen im Gesicht und einem entspannten «Wow!». Also das hast du in meiner Kindheit nicht gefunden mit meinem Vater zusammen. Das ist ein riesen Unterschied und das lässt sich nicht vergleichen. Und darum kann ich nicht sagen, ich reproduziere, was ich in meiner Kindheit gemacht habe. Nein, ich gehe damit vielleicht um. Jawohl, da gebe ich noch recht. Aber etwas habe ich aufgehört und ich habe viel Psychotherapie auch gemacht. Also für mich ist das wirklich nicht wichtig, woher meine Leidenschaft wurzelt für BDSM. Das interessiert mich heute eigentlich gar nicht mehr. Meine Kindheit ist passiert. Ich bin auch meinem Vater nicht mehr böse. Ich bin auch nicht meiner Mutter böse, wo nicht mehr vielleicht früher schon agiert hat. Das ist alles, wenn ich hätte, könnte, Konjunktiv pur. Braucht es nicht. Es ist passiert. Aber all das, was passiert ist, wo ich vieles wirklich in meinem Leben nicht mehr will erleben, wirklich nicht ein zweites Mal, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wenn ich gerade auf die letzten drei Jahre schaue, wo ich für andere Leute so viel da war und so viel mich engagiert habe, das hätte ich alles nicht können, wenn das nicht alles gewesen wäre, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich habe Empathie gelernt, ich weiss, was es heisst, auf andere Leute einzugehen. Ich habe gelernt, wenn mir jemand erzählt von ähnlichen Beispielen, ähnlichen Lebensgeschichten, kann ich mitfühlen und lasse mich genauso dann mitnehmen in dieser Gefühlswelt, wo ich einfach sagen kann, hey, du bist nicht allein. Du bist wirklich nicht allein. Und Dankeschön, dass du mir dein Vertrauen schenkst, weil das war mein grösstes Problem. Ich habe damals mal niemandem Vertrauen geschenkt, um über das zu reden. Ich bin in meiner Welt geblieben, habe mich eingeschlossen. Und das sage ich heute. Leute suchen einen Gesprächspartner. Vertraue dich an und teile es mit jemandem. Und dann kann man schon einen nächsten Schritt wieder vorwärts gehen in eine andere Richtung. Du hast auch vorhin etwas Spannendes gesagt, dass, wenn du das ja jetzt praktizierst, das Thema Unterwürfigkeit, dass es ja immer noch ein Codewort gibt, wie Stopp, und dass es auch in einem Rahmen stattfindet, dass es auch einen Namen hat, dass es auch definiert ist und das wahrscheinlich ein Unterschied ist zu einem kleinen Bub, der einfach jemanden Mächtigsphoben sieht und eigentlich dieser Person ausgeliefert ist. Als Kind überlegst du dir so etwas nicht oder auch als Jugendlicher. Ich habe einfach gelebt, ich habe meinen Alltag gehabt, ich habe gewusst, was von mir erwartet wird, ich habe gewusst, was meine Aufgaben sind, ich habe gewusst, was ich selber dafür will tun, damit es ja bestens ist. Und an dem habe ich geschafft und an dem habe ich gewirkt. Also ich habe gar nicht so viel gedacht dabei, es war für mich normal gewesen. Und wenn von außen natürlich ein Kompliment gekommen ist, wow, die Jungs von meinem Vater, die sind erzogen, die haben noch Anstand und Respekt, dann habe ich immer gesagt, ja, also auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, wenn man die Kehrseite der Münze sieht, wüsste ich nicht, ob das Gleiche sagen. Und für mich haben immer alle von anderen Familien perfekt ausgesehen. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich will auch so eine Familie. Je älter ich geworden bin und dann gehört habe vielleicht über die Familie, oder dann von beobachten, was in anderen Familien geht und eben auch meinen Blickwinkel aufmachen und sehen, was für Geschichten rundum auch noch passieren, habe ich mir so sagen, alle haben eine Geschichte, alle bringen etwas mit und wie gesagt, darum habe ich dann auch irgendwann Frieden finden für meine Kindheit und Jugend. Das ist vorbei. Ich bin heute ein erwachsener Mensch und bin selbstverantwortlich. Und das hat angefangen, in dem Moment, wo ich daheim ausgezogen bin und ich habe mir so lernen zu sagen, hey, es bringt nichts zurückzuschauen und meine Eltern verantwortlich zu machen. Sie haben beide ihr Bestes gegeben, wo sie haben können aus ihrer Geschichte. Das ist mein Rucksack. Was ich aus dem Rucksack mache, was ich mit dem Rucksack mitnehme, was ich im Rucksack rausschmeisse, das sind alles meine Entscheidungen. Und vor allem, was ich mit dem Rucksack mache, das habe ich gelernt. Man kann inzwischen ihnen ablegen. Wie war eigentlich dein Coming-out bei deiner Familie? Also das Coming-out ist, eben wie gesagt, ich habe ja zuerst versteckt ein Doppelleben gelebt. Ich war auch sehr engagiert in Vereinen überall, also niemand hat das gewusst. Ich war auch noch in der Kirche damals engagiert noch gewesen. Also einfach so tätig.
Dann habe ich mich aufstellen lassen für die Gemeindekommission wollen, bei uns im Dorf. Und ich muss so sagen, ich habe ein Ohrring getragen. Und in meinem Alter, das mal, hat links geheissen, du bist hetero. Und rechts tragen, du bist schwul. Und das Foto, das Plakat von der Gemeindekommission, das ist dann spiegelverkehrt abgedruckt worden. Es ist noch nicht recht im Dorf gehangen, hat das Telefon gelitten. Und die beste Freundin von mir hat gesagt, Jesus Gott, Michi, du hast ja das Ohrringli rechts, bist du schwul? Und ich so, nein, ich habe mein Ohrringli links, aber wenn du es so genau wissen willst, ja, yeah, ich bin schwul. Und das war für mich der Moment gewesen, jetzt muss ich es sagen, jetzt muss ich dazu stehen. Ich habe dann meiner Mutter sehr schnell berichtet davon. Sie hat dann gesagt, mhm. Und dann ist 3 Tage nicht mehr geredet worden über das Thema. Der Vater ist schon nicht mehr im Leben gestanden, also der sind die Eltern schon getrennt gewesen, also ich keinen Kontakt mit meinem Vater. Ich habe dann erst viel, viel später nochmal probiert, an seinem 50. Geburtstag, den Kontakt aufzubringen. Und letztes Mal bin ich mit meinem ersten Partner zusammen gewesen. Und das ist dann gerade nochmal schief gegangen. Also mein Partner hat er ignoriert und dann hat er ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er hat letztes Mal zu seinem Vater gesagt, wenn du meine Frau nicht akzeptierst, dann akzeptierst du mich nicht. Und genau diesen Satz habe ich dann auch verwendet und habe zu ihm gesagt, wenn du meinen Mann nicht akzeptierst, dann akzeptierst du mich nicht. Und dann sind wir wieder getrennt in den Weg gegangen. Es war der Versuch abgebrochen. Also von dem her, mein Vater hat nichts mit dem Schwulsein zu tun. Und meine Mutter, die hat am Anfang mit mir zusammen und meinem ersten Partner gelebt. Das ist alles noch wunderbar, bester Ordnung gewesen. Und wo sie dann ihren neuen Lebenspartner kennengelernt hat und ich dann in meine zweite Partnerschaft gegangen bin, wo am Anfang eine Dreierbeziehung war, hat es Probleme angefangen und plötzlich hat sie dann mir einmal in einem Gespräch gesagt, du bist nicht mehr mein Michi, nicht der Michi, den ich kenne und aufgewachsen bin mit ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, den bin ich nicht mehr und den will ich auch nicht mehr sein. Aber wenn du ein Problem hast jetzt plötzlich mit meinem Schwulsein, denke ich, das rührt von jemand anders her. Und ich habe dann nur gefragt, los, bist du glücklich mit deinem Partner? Und sie hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, weißt du was, für mich zählt nur etwas, dass du glücklich bist mit deinem Partner und dann sei glücklich mit deinem Partner und ich bin glücklich mit meinem. Und dann gehen wir von jetzt an getrennte Wege. Ja, und so haben sich dann auch der Weg von meiner Mutter und mir getrennt. Wie lange hast du jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr? Lang, lang ist es her. Ich weiss es wohl nicht mehr. Ich weiss die Zahlen nicht mehr, aber das ist muss über 10 Jahre jetzt sein, dann, denke ich. Wie ist das für dich? Wie ist das? Fragst du mich romantisch, klassische Bilder, dann fehlt mir meine Mutter, dann fehlt mir mein Vater. Logisch wünscht sich das jeden und irgendwo das heile Familienleben. Es ist nicht so. Punkt. Und wichtig ist, dass die Menschen glücklich sind im Leben. Und ich sage, alles, was blutsverwandt ist, das ist halt so entstanden. Das kann man sich nicht aussuchen. Aber wenn es nicht passt, passt es nicht. Und dann sollte man eigentlich auch sich das gegenseitige Leben nicht schwer machen. Ich habe aber meine Familie. Mein erster Partner wohnt mit seinem jetzigen Mann im Haus nebenan. Und wir teilen jeden Abend das Abendessen miteinander. Wir sitzen jeden Abend zusammen. Das ist meine kleine Familie. Ich habe ganz, ganz liebe, enge Freunde, wo die meisten um mich herum wohnen in der Nähe, aber auch es gibt 2, 3, die weiter weg sind. Das ist meine Familie. Die habe ich selber ausgesucht und ich weiss, auf die kann ich mich 100%ig verlassen. Und das ist das Einzige, was zählt. Die Menschen, die in mein Leben gekommen sind, ohne dass ich mich anstrengen muss, sie sind einfach nur da. Du hast mir auch erzählt, dass dein Vater eine Zeit nach dem Autounfall gestorben ist. Ist das für dich eine Erlösung gewesen? Ist es trotzdem traurig? Weil man hat ja eigentlich nur einen Vater oder hast du da gar kein Gefühl dazu? Mein jüngster Bruder war der Einzige, der noch Kontakt hatte mit ihm. Und, mein Vater hat sich das Leben genommen. Und am Morgen darauf hat mein jüngster Bruder mir angerufen und hat gesagt, du, der Papi hat sich das Leben genommen, ist tot. Und dann habe ich gesagt, ja, danke schön für die Mitteilung. Ja, wegen der Beerdigung habe ich gesagt, das interessiert mich nicht, da komme ich nicht. Unser Weg hat sich getrennt und ja, ist alles gut. Es hat dann auch noch ein bisschen mitgespielt. Ich habe mit seiner Mutter, bin ich der Einzige, der noch Kontakt hatte. Und das ist auch nicht schön gelaufen, das Mal. Und er hat mir die Möglichkeit genommen, dass ich nicht an ihre Beerdigung gehen konnte. Er wollte
dass die allein beerdigt wird, ohne mit jemandem dabei. Und dann habe ich gefunden, okay, dann braucht es mich nicht an seiner Beerdigung. Also das ist so ein bisschen blöd spielig. Also für mich, ich habe wirklich keine Beziehung mehr mit ihm in dem Sinn. Und für mich ist es auch egal. Ich habe nicht an einem Grab, ich habe noch nie ein Grab gebraucht. Für mich ist der Mensch nicht mehr anders als an einem Grab. Von dem her, nein, ich bin nicht an Beerdigung. Michael, wir reden jetzt gerade noch ein bisschen weiter über deine Geschichte und vor allem, wie du auch in Fetisch geheiratet hast. Das finde ich sehr interessant. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themenaufruf. Wir suchen nämlich Gäste für eine von unserer nächsten Folgen vom Zurich Pride Podcast. Röck und Hose. Männer-WCs und Frauen-WCs. Hellblau und rosa. Für dich sind die Einteilungen total schwarz-weiß. Und du willst dich dem binären System nicht einordnen. Du findest, es gibt so viel mehr Farben auf dem Spektrum männlich und weiblich. Wenn das auf dich zutrifft, dann komm in unseren Podcast, denn unser Thema demnächst heisst «Ich definiere mich als non-binär». Mal dich jetzt per E-Mail an podcast@zhpf.ch und erzähl uns deine Geschichte. Mehr Informationen zu uns findest du auch im Internet unter zurichpridefestival.ch. Folge uns auch auf den sozialen Netzwerken. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns auch, wenn du unseren Podcast auf deiner Plattform abonnierst und sofort Bescheid weißt, wann die nächste Folge draussen ist. Michael, der Gerard ist dann in dein Leben gekommen, dein erster Partner. Wie hast du ihn kennengelernt und wie würdest du die Beziehung beschreiben? Den Gerard habe ich in der Sauna kennengelernt. Und zwar ist das ganz interessant. Ich habe auf die Sauna aufgepasst, damit er hat mit demjenigen, der in der Sauna geschafft hat, Spass gehabt. So haben wir uns kennengelernt. Also nicht mir gerade. Wir sind dann anschließend, er hatte jetzt mal noch ein Restaurant gehabt, sind wir zu ihm ins Restaurant, haben dann etwas getrunken und tja. Mit der Zeit hat man dann gemerkt, da sind Sympathien da und ich bin dann wiedergekommen und so ist das dann entstanden und ja, haben schöne Beziehung geworden. Haben die auch eine BDSM-Beziehung gehabt? Es ist so gewesen, da bin ich ja noch ziemlich am Anfang von BDSM. Er genauso, auch er hat sich immer gewünscht, einmal eine Lederhose zu tragen und er hat auch so einen Schlüsselmoment gehabt, wo ihm jemand gesagt hat, das kannst du nicht, das macht man nicht, das ist grusig und weh. Und dann hat er das nie gemacht. Und dann kommt er mit mir zusammen und ich sage, doch, natürlich. Lass uns eine Lederhose kaufen, oder? Und dann haben wir beide eine Lederhose gekauft. Und dann ist das für ihn auch so der Anfang geworden, oder? Und dann habe ich etwas gemacht, das würde ich heute auch nie mehr machen und würde auch niemandem dazu roten. Aber damals habe ich das gemacht. Ich bin sein Slave geworden und gleichzeitig aber sein Ausbilder, weil ich sehr engagiert, passioniert war und auch viel gelesen habe, mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich ihm gezeigt, das und das und das gibt es, das geht so und so und so. Und gleichzeitig habe ich mich aber ihm untergeordnet, um das zu erleben. Oder? Also ich muss so sagen, es hat eigentlich so angefangen, wie man den klassischen BDSM hat, also als Session, das hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende, wo man einfach miteinander spielt. Und dann, wenn das endet, dann habe ich wieder mit einem Haufen geschwätzt und habe wieder gesagt, bla 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 bla, und das könnte man noch, und so könnte man, und dann machst du es so und so. Und dann haben wir wieder von da, haben wir gespielt, beendet. Und das ist einfach, die Zeit ist immer länger geworden, immer mehr, und so ist dann plötzlich, hat das auch meinen Alltag bereichert. Also wir haben dann auch von Spielen, ohne dass die Leute das mitbekommen haben, das sind so kleine Verhaltensregeln, also zum Beispiel, ich habe ihm immer die Tür aufgemacht, wenn wir miteinander unterwegs waren, habe ihn zuerst durchgehen lassen oder ich habe ihm einfach das Getränk immer eingeschenkt. Das sind so die kleinen Spiele in der Öffentlichkeit. Oder ich habe dann angefangen, Rubber tragen unter meiner normalen Kleidung. Und dann hat nur wir zwei ja gewusst, was da ja eben begleitend passiert, oder? Und ich hatte dort am Tag mal noch schwer zu kämpfen gehabt, allein mit der Vorstellung, ich bin jetzt mit Rubber unter Leuten. Und alle merken das, dabei hat das kein Mensch gemerkt, oder? Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal musste, ich hatte Rubber an, ein Short und ein T-Shirt und drüber einen Anzug. Also wirklich pickfein. Und so musste ich an ein Geschäftsmeeting. Oh Gott. Das Geschäftsmeeting vergesse ich meiner Lebtung nicht mehr. Ich bin
Ich bin bachnass gewesen. Ich habe so Schiss gehabt. Also konzentrieren auf das, was an diesem Meeting gegangen ist, ist sehr, sehr schwer gewesen, weil ich das Gefühl hatte, alle Welt merkt jetzt, was hier abgeht. Oder? Und ich bin nur froh gewesen, als das Meeting fertig ist, bin raus. Und dann ist einfach nur eins gekommen. Hey, du hast es geschafft. Du hast das gemacht. Und dann ist so der Effekt gekommen von, ja, yeah, geil, so toll. Oder? Hat Spass gemacht. Du hast jetzt gerade beschrieben, wie ihr euch in der Öffentlichkeit verhalten habt, also so ein bisschen sehr diskret. Wie ist aber der Fetisch so zwischen euch zwei gewesen, wenn ihr in den eigenen vier Wänden gewesen seid? In den eigenen vier Wänden bin ich sehr ambitiös am Anfang gewesen. Das ist sehr auf Regeln basiert gewesen. Ein Haufen Regeln haben mein Leben angefangen bestimmen. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das hat natürlich mir damals mal auch sehr geholfen in meiner Art, in meiner Persönlichkeit, weil alles, was geregelt war, habe ich gewusst, ich kann das perfekt leben, weil ich habe genau gewusst, so muss es sein, dann ist es auch okay. Also von dem her ist der Alltag dort wirklich BDSM-mäßig auch sehr geregelt gewesen, aber einfach immer auch irgendwie reizvoll, oder? Also ja, also tipptopp. Und das hat immer mehr auf Ausbau. Wir haben die Regeln noch dazu genommen, wir haben das noch dazu genommen. Und dann haben wir aber auch manchmal vielleicht etwas ausprobiert, wo wir gemerkt haben, funktioniert überhaupt nicht. Haben wir es wieder über Bord geworfen? Oder hat auch der Scherer gesagt, sorry, gibt mir überhaupt nichts. Also lassen wir es. Das ist so miteinander gewachsen. Aus der Sicht vom Mainstream-Sex, wenn wir es jetzt mal so sehen, was ist so... Ja, ich habe ja gehört, dass es gibt ja nicht nur einen Begriff für BDSM und Leather, sondern für Leute wie mich, wo jetzt, ich sage mal, ganz viele normale Sex haben, das sind ja die Vanillas, wie ich gehört genau. habe. Genau, hast du gut genau. Also, dann erkläre jetzt mal an einem Vanilla mit mir, was sind so eure, aus meiner Sicht, extremsten Praktiken? Also, wo ist eure Grenze? Jetzt. Also, extremste Praktiken. Also, wie gesagt, alles, was einvernehmlich ist, ist im Prinzip, und zwischen zwei erwachsenen Leuten, ist okay. Also, für mich gibt es nichts am Körper zu verletzen. Es gibt nichts, wo Blut fließt und so. Das ist eine persönliche Grenze, die ich nicht will, oder? Und auch immer mit meinem Partner würde ich sagen, hey, nein, das ist nicht mein Weg, das geht nicht dahin. Auf der anderen Seite, habe ich dann aber mit meinem zweiten Partner ein Piercing machen lassen. Also wenn ich dann ganz konsequent gewesen wäre, hätte das nicht passieren. Und trotzdem habe ich das dann aber gemacht. Oder? Aber das ist okay. Das war abgesprochen dann auch gewesen. Und obwohl wir eine BDSM-Beziehung hatten, haben wir das abgesprochen. Und dann hat er auch gesagt, wenn wir den Weg gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, wir machen es. Und dann ist das wieder okay gewesen. Also man hat ein bisschen an dieser Grenze gerüttelt. Man ist dann mit diesem kleinen Schritt auch drüber gegangen. Aber dann ist es okay. Bis dahin und nicht weiter. Aber solange zwei Erwachsene einvernehmlich etwas machen, bin ich sehr zurückhaltend, etwas als extrem zu beurteilen, weil offenbar macht die zwei erfüllt. Aber natürlich habe ich auch meine Wertvorstellungen und meinen Geschmack und weiss der Gucke was, wo ich sage, nicht meins. Weil auf dieser Welt gibt es einfach alles. So viel Fantasie, wie du hast, so viele Sachen gibt es, oder? Das habe ich schon verstanden und darum habe ich vorher versucht, auch die Frage möglichst wertfrei zu formulieren, weil es geht mir gar nicht darum, das in normal und abnormal einzuteilen. Darum ist ich verstehe, was du sagst. Trotzdem nimmt mich das ein bisschen Wunder, konkret. Also wenn ich in Sexshop gab zum Beispiel, ich sehe, es hat zum Beispiel so Nadeln, wo man sich halt Harnröhre einführen kann. Es gibt Spritzen, Leute, die sich Spritzen geben. Es gibt Klammern, Nippelklammern. Kannst du mir ein bisschen konkret sagen, welche Elemente du gut findest? Es ist schon fantastisch. Wenn man mit BDSM redet, dann kommen die Nadeln zuerst. Peitschen hast du noch vergessen. Das ist auch noch so ein klassisches Instrument. Ja, du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsche Vorstellungen habe. Nein. Alles gut. Es ist einfach auch interessant. Ich gehe immer auf die Leute ein, was bei ihnen offenbar so Eindruck gemacht hat. Also, es geht eigentlich viel weniger um meine sexuellen Fantasien im Gespräch, als denn das, was die Leute sich damit beschäftigen. Also, wenn jemand sich mit mir, mit BDSM unterhält, zeigt er mir eigentlich als allererstes, was ihn erschreckt. Und dann kann man über das reden. Also, wie gesagt, Nadeln ist nicht meins. Jetzt kann man aber auch sagen, ein Dilator, den man jetzt zum Beispiel in die Harnröhre einführt, das ist etwas, wo man die Harnröhre stimulieren kann oder eben auch dehnen.
das ist dann wieder etwas anderes. Oder? Da kann man auch ganz, man fängt nicht an mit so einem Dilator, he? Sondern man geht da, fängt das fein an und dann tut man das auf der feinen Art aufbauen und wird dann halt je mehr und mehr erfahren und praktiziert mehr und mehr. Ich frage mich jetzt nicht wieder über Grenzen, es ist nicht meine Praktik, also kann ich nicht mitreden. Aber ja, so ist das aber auch mit Dildos, mit Analplugs, wo andere Schwule vielleicht auch mitreden können und das nicht als BDSM bezeichnen. Aber auch dort kann man natürlich, wenn man jemanden sich unterwirft, oder, kann man auch sagen, hey, ich möchte dich dort weiterbringen. Also ich gehe weiter, als du selber vielleicht in dem Moment würdest gehen. Oder? Und ja, das ist eigentlich dann so BDSM mit einer gängig bekannten Praktik kombiniert. Aber ist denn das jetzt für dich eine Art eine doofe Frage, will ich dann jetzt mit meiner Frage das auf Sexualität reduzieren? Nein, es gibt keine doofen Fragen. Es ist nur sehr schwer für mich mittlerweile. Es ist mein Leben, es ist nicht nur Sexualität. Weil für mich, ich habe da so fließende Grenzen und ich bin so ein bisschen, ja, ich bin nicht mehr so kästchen denkend. Eben, das ist jetzt Sexualität und das ist das und das ist das. Nein, für mich ist das... Das gehört einfach dazu, oder? Also, ja. Also, wenn mein Partner da mal Spass hatte, jetzt im Alltag etwas zu integrieren, hat er es integriert und ich habe dann nicht mehr gedacht, jetzt bin ich am irgendeinem PC etwas schreiben, sondern es war halt dann kombiniert mit einer Praktik. Vielleicht habe ich Händchen angehabt, die mir das Schreiben schwer gemacht haben, weil er einfach Spass hatte, wie ich mich jetzt hier gerade an dieser Tastatur abmie. Und jetzt zeige ich dir, siehst du, es sind nicht nur Nodeln und Peitschen, es können normal einfach Händchen sein, die dein Leben ein bisschen schwerer gestalten. Und du machst schon BDSM, oder? Das ist das, was ich immer versuche zu reden. Die Leute haben einen Fokus auf BDSM, der meistens sehr schmerzvoll oder blutig daherkommt. Und ich habe BDSM kennengelernt, wo sehr viel auf der psychischen Ebene abläuft. Und jetzt wieder zurück, erfahren, ich in meiner Jugend habe nicht übermässig geschlagen worden, weil ich dem aus dem Weg gegangen bin. Ich habe die psychische Unterwerfung erfahren. Und deswegen finde ich bei mir die psychischen Spiele viel mehr reizvoll, weil ich sie mehr geniessen kann. Also, ich habe erst sehr spät meine ersten Begegnungen mit einer Peitsche gehabt. Und ich habe mich sehr, sehr in die Hose gepisst, Entschuldigung, als ich dort das erste Mal zugelassen habe. Aber ich weiss schon, als ich das erste Mal in diesem Club gemacht habe, bin ich total euphorisch in Trance aus diesem Club raus. Und als ich es vor 2 Jahren ein zweites Mal erlebt habe, genau wieder, weil ich mich wirklich das Glück hatte, zweimal, als ich das jetzt erlebt habe, auf jemanden eingeladen zu haben, der das versteht. Und das ist wie Joggen. Du kommst immer mehr, du fährst ganz leicht an und du kommst immer mehr und dann kommt immer mehr Endorphin und plötzlich kommst du in so einen Rauschzustand. Okay, das heisst, dann kann ich das vielleicht so verstehen. Für Leute, vielleicht für mich ist BDSM sehr auf sogenannte Praktiken oder sagen wir Geräte fokussiert. Also ich stelle mir dann gerade eine Peitsche vor oder so ein Harnröhrenteil. Aber für dich ist das viel mehr. Das heisst, nur schon können am Partner eben die Tür aufmachen, wie du vorher beschrieben hast, gehört für dich schon zu dieser Welt dazu. Du hast in Fetisch geheiratet. Ja, natürlich. Wie hat die Fetisch-Hochzeit ausgesehen? Was ist genau der Unterschied zwischen der klassischen Hochzeit, die ich von den Disney-Filmen kenne, und deiner Hochzeit? Also, ich habe das mal nicht in Rubber geheiratet. Das haben wir dann doch nicht gemacht. Aber es war auch klassisch im Anzug gewesen, aber BDSM hat einen grossen Stellenwert gehabt bei dieser Hochzeit. Und zwar auf dem Zivilstandsamt kommt ja der Moment, wo man dringend duscht. Und ich hatte jetzt mal mein Gummihalsband an, oder Lederhalsband, das ist ja gleich, einfach ein grosses, wirkliches Halsband, auch abgeschlossen mit einem Schloss dran. Also das ist so ein äußeres Symbol für eine BDSM-Beziehung, wo man in einer festen Beziehung mit einem Master steht, dass der eben das Schlössli und den Schlüssel dazu hat. Also das Halsband ziehst du nicht mehr allein ab. Also. Und jetzt ist der Moment gekommen vom Ringduschen und ich gehe auf die Knie vor meinem Mann. Er öffnet das Schloss vom Halsband und nimmt den Eisenring hier vorne und
legt den um und verschließt ihn mit einem Spezialimbusschlüssel. Und ja, das ist der Mi-Ring und ich habe ihm klassisch Si-Ring auf den Finger gesteckt. Und für mich einer der bewegendsten Momente. Jetzt fragen sich vielleicht, um das gerade zu erwähnen, oh, jetzt trägt er immer noch den E-Ring. Nein, es bedeutet mir sehr viel und ich würde das Eisen trage ich sehr gerne, aber mehr, weil es jetzt halt eben auch schön passt hier, zu diesem Outfit, trage ich es mit diesem Bewusstsein in einer ganz, ganz tollen Erinnerung an eine tolle Zeit mit meinem Ex-Partner, aber eben nach wie vor sehr guter Freund, der in meinem Herzen weiterlebt. Du bist dann jetzt Single? Ich bin Single, ja. Und wärst offen für eine Beziehung? Ja, je länger, je mehr, muss ich sagen. Ja, wünsche ich mir das auch wieder. Also ich sage auch immer, ich sei ein Streuner unterwegs und schaue, wer man begegnet. Aber eins ist auch sicher, wenn man derart in der Öffentlichkeit steht und sein Leben auch öffentlich gemacht hat, und ist es auch nicht mehr so einfach, in eine Partnerschaft einzugehen, weil nicht jeder möchte gerne das in der Öffentlichkeit haben, das Seite. Und das andere ist, meine Vorstellungen sind halt auch schon mittlerweile mitgewachsen, oder? Und viele haben dann eben auch das Gefühl, die werden mir gar nicht mehr gerecht. Also das ist dann auch so ein bisschen der Tiefschlag im Gespräch, wo ich dann immer sage, ja, okay, wenn ich schon so viel erlebt habe, ist das unmöglich für eine Beziehung. Das ist auch nicht traurig. 2017 hast du mitgemacht bei der Wahl zum Mr. Rubber Switzerland und die hast du sogar auch gewonnen. 2018 auch den Titel der Mr. Rubber Europe. Warum ist es dir wichtig, ein Botschafter zu sein für die Community? Also ich muss vorausschicken, 2017 bin ich angetreten, um meinen Freunden einen Gefallen zu machen. Bis dahin bin ich wieder gerne in die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin auch seit dem Unfall nie mehr auf eine Bühne gegangen. Also für mich war das eine schwere Entscheidung, mal meinen Freunden zu lieb zu sagen, okay, ich gehe auf die Bühne, damit sie einen Kandidat mehr haben. Also ich habe wirklich nicht daran gedacht, dass ich jemals zu einem Mister gewählt werden würde. Schon gar nicht eben, weil ich für die spezielle Art von Rubber stand mit diesen Schutzanzügen und Multilänge, also Vielschichtigkeit und so. Und vor allem auch schon in einem Alter gesehen, wo ich gesagt habe, hey Leute, alle Misters sind junge, hübsche, athletische Typen, was soll ich da? Oder? Und dann haben sie gesagt, Michi, mach's, zeig, dass es etwas anderes gibt. Und das habe ich gemacht und für mich ist es einmal mehr ein sehr wichtiger Schritt in meinem eigenen Leben gesehen, wo ich den Fuß auf die Bühne gestellt habe und entschieden habe, das bin ich, für das stand ich und hey Leute, wo bin ich? Für mich ein bewegender Moment, wichtigst für mich selber. Aber wo dann die Wahl auf mich gefallen ist, habe ich gemerkt, okay, jetzt verändert sich mein Leben drastisch. Ja, und dann hat die Welt angefangen. Dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, jetzt stand ich für eine ganze Community. Und dann habe ich natürlich die grosse Chance, durch das, dass ich ja eben nicht berufstätig bin, ich bin IV-Rentner, habe ich dann auch können sagen, okay, ich gebe mein Gesicht in die Öffentlichkeit, um zu zeigen, hey Leute, aber hinter mir stehen viel, viel andere Leute, die das nicht können oder nicht wollen, derart in die Öffentlichkeit gehen und nicht können für ihre Fetisch wie Rubber einstehen, aber eben, ich habe dann auch einfach für Fetisch allgemein reden, aber ganz klar immer mehr in Rubber natürlich gezeigt, weil das ist ein bisschen schwieriger mit Rubber in Gesellschaft zu gehen, als jetzt zum Beispiel mit Leder oder Worker. Aber ich habe dann zum Beispiel auch auf meinen Events, wenn wir Sightseeing-Tours gemacht haben, also ein gutes Beispiel in Rom, bin ich dann den ganzen Tag so mit diesem Outfit durch Rom durchgelaufen, Sightseeing-Tour gemacht und auf der spanischen Treppe ein wunderschönes Foto machen können. Wie politisch ist denn für dich Rubber? Weil ich kann jetzt nur von mir selber erzählen, dass ich immer wieder mal gefragt wird, warum laufen dann, ich zitiere, die Fetischleute an dieser Pride mit? Die sind ja gar nicht diskriminiert oder was soll das jetzt als Hund zu kommen? Das hat doch nichts mit der Ehe für alle zu tun etc. Wie antwortest du so kritischen Stimmen und was ist für dich dann die Bedeutung, dass man auch den Fetischbereich zu der Community zählt? Ich frage anders. Warum hat... also ich bin schwul, also legitim zu dieser Community zu gehören.
Und warum soll ich denn keinen Platz haben, wenn ich in Rubber an der Pride komme? Entschuldigung, also ist meine Überzeugung, wie ich mich anlege. Ich würde niemandem anders vorschreiben, ob er jetzt ein pinkes T-Shirt, ein rotes T-Shirt, ein weißes T-Shirt, ob er einen Rock anlegt oder whatever. Das interessiert mich nicht. Er geht an, weil er sich zu dieser Community zählt und für die Community einsteht. Ich bin schwul. Ich bin solidarisch mit unserer queeren Community und mit all den Problemen, wo unsere Community auch noch dafür Prides läuft. Aber ich darf gleichzeitig auch noch gerade das mitnehmen von das, was ich auch stand. Und das ist mein Fetisch. Das ist auch innerhalb von dieser Community ein wichtiger Teil. Und sonst, wer das vielleicht vergessen hat, möchte ich dann einfach an Stonewall erinnern, wer das mal dort auf die Strasse gegangen ist. Und jetzt nochmal die Frage, warum sollen wir Fetischisten keinen Platz haben in dieser Pride? Also ich glaube immer noch, dass wir in der Pride sehr oft für Toleranz rufen und für Offenheit. Ich glaube, dann sollten wir es gerade aus diesem Grund innen auch haben. Also ich bin auch nicht mit allem glücklich in unserer queeren Community. Also dass ich glücklich im Sinne von, sagt, das wäre meins. Aber sie macht den Regenbogen umso bunter und er hat nicht sechs Farben, er hat alle Schattierungen dazwischen. Also lassen wir doch einfach den Platz bitte offen für alle, die zu unserer queeren Community sich zählen und möchten dazugehören. Ich finde es eben eh selber auch spannend. Also ich kann die Nummer voll beipflichten. Ich finde, wir alle haben in irgendeiner Form ja Ausgrenzung erlebt. Und wenn wir dann anfangen, selber in unserer Community nochmal auszugrenzen, dann tun wir ja eigentlich die gleichen Techniken anwenden wie unsere Gegner. Was mich noch wundern würde, du hast noch einen eigenen Fetischverein gegründet, The Swiss Gearheads. Was ist genau das Ziel von dem Verein? Also mit den Mr.-Wahlen, wo ich selber Mr. Rubber Switzerland geworden bin, haben wir damals dann auch den Fetischverein, das Swiss Gearheads, gegründet, der für alle Fetische steht. Also es soll ein Verein sein, wo jeder Fetisch willkommen ist und sich kann wohlfühlen, eben unter Fetischisten. Der Swiss Gearheads steht natürlich einerseits dafür, dass Fetischisten sich selber untereinander finden, aber eben auch dann öffentlichkeitswirksam können angesprochen werden von außen, wenn es um Fetischthemen geht. Respektive auch die Vertreter aus diesen Vereinen raus, dann eben wie jetzt ich zu dir kann kommen und du mit einem Fetischist dann auch kannst ins Gespräch kommen und dich austauschen. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man immer wieder zusammenkommt und lernt, vielleicht übers Äußere zum Menschen wieder zu finden, der dahinter steckt. Oder? Also das ist mir sehr oft passiert. Das Rubber zuerst einmal und dann am Schluss haben wir uns unterhalten und dann beide vergessen. Also ich weiss jetzt auch nicht, was du anhast, ist gar nicht wichtig, weil ich mich mit dir unterhalte. Also von dem her alles gut, oder? Und Swiss Gearheads sind jetzt mal auch aus diesem Grund aus entstanden und stehen heute noch für alle Fetisch ein, also jeder, der eine Anlaufstelle braucht, wo das Gefühl hat, oh, ich bin ganz allein auf dieser Welt und ich traue das nur daheim zu machen. Leute, entweder die wenden sich an mich oder ihr geht auf die Homepage tsgh.ch, das steht für The Swiss Gearheads. Geht dort an, schreibt, sucht Kontakt und dann ist der erste Schritt schon gemacht. Weil wir haben dann aus der Swiss Gearheads raus letztes Jahr Gearpoint noch organisiert, also Verein gegründet, der mittlerweile auch die Wahlen, die Mr.-Wahlen einmal im Jahr durchführt. Also wir wählen den Mr. Leder, den Mr. Rubber und den Papi Switzerland. Und Gearpoint ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen als Swiss Gearheads. Die ist dann offen für alle Fetisch, unabhängig von der Sexualität, unabhängig vom Geschlecht. Also dort ist dann wirklich Tor auf, kommt. Ihr seid herzlich willkommen. Also das ist dann nochmal ein Schritt weitergegangen mit der Gearpoint, wo ich auch Gründungsmitglied bin und heute Ehrenpräsident, haben sie mich gemacht, schon kurz. Aber es lebt dort meine Vision von Leuten, die zusammenfinden sollen, die einfach für ihre Leidenschaft, für ihren Fetisch einstellen wollen und zusammenkommen und Spass und Freude haben wollen. Darum gibt es Gearpoint, die aber in enger Zusammenarbeit mit den anderen Fetischvereinen und Clubs und Gruppen ist und vor allem eine grosse Kooperation mit der Swiss Gearheads hat, weil sie eigentlich dort daraus entstanden ist. Okay, Dankeschön. Spannend. Ja, ist gut.
Dann jetzt zu meiner Abschlussfrage. Was wünschst du dir generell für die Fetisch-Community und was wünschst du dir ganz persönlich für dich? Also grundsätzlich für die Fetisch-Community würde ich mich einfach freuen, weiter solche Gespräche dürfen zu führen, die ich die letzten 3 Jahre machen durfte, seit ich als Mister unterwegs war, wo ich Brücken bauen konnte, wo ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, wo man einfach gelernt hat, hey, der Fetisch tut ja niemandem weh, wenn jemand jetzt entweder ein Leder-Trider, Rubber-Trider oder ein Puppy-Hut auf hat. Viele Leute finden das noch lustig. Dann alles lasst doch einfach zu. Geniesst die Freude und wenn ihr Mühe habt, den Kopf ein little bit drehen und dann sieht man schon eine andere Aussicht wieder und dann können die machen, was sie wollen. Genauso handhabe ich es auch im Leben. Also für Fetisch einfach, ja, würde ich mich freuen, gegenseitig mehr Toleranz und auch wir in der Fetisch-Community lernen auch immer wieder das Bewusstsein, dass es noch Leute gibt, die schwer haben, damit umzugehen und auch dort können sagen, hey Leute, eine Brücke schlagen oder auch können respektvoll sagen, weißt du was, ich gehe jetzt hier durch und will die auch nicht weiter belästigen. Das ist für uns. Für mich persönlich, ja, nach 3 Jahren wirklich in der Öffentlichkeit stehen, jedes Wochenende unterwegs, für Community geschafft, für Events da gewesen, ist mein grosses Ziel gewesen, jetzt auch bei den Vereinen. Meine Funktionen habe ich alle abgegeben am 28. Februar, auch der nächsten Generation geschuldet, möchte ich das geben. Zur Ruhe finden, Privatleben wieder finden. Also es ist nicht so, dass ich nicht für alle noch da wäre, also auch so für ein Interview mit dir, das liegt mir nach wie vor am Herzen, aber wieder Privatleben zu finden, daheim zu sein, aber auch nur können für mich geniessen, nicht auch ich muss jetzt, sondern ja, ich will jetzt, es ist ein schöner Oben. Und selbst in Zeiten wie jetzt, wo wir jetzt gerade drin stecken, wo sehr viel in häuslich daheim passiert, ist es für mich auch, ja, ich mache mir es daheim schön und über Art wie Kommunikationswege, über Skype etc. sich trotzdem zu treffen, in Fetisch und miteinander zu kommunizieren, das gibt mir heute einen ganz neuen Blickwinkel und ich freue mich über die neuen Blickwinkel und ich empfinde sehr viel Dankbarkeit und das werde ich eigentlich auch in Zukunft den Weg gehen. Vielen Dank, Michael, für das Gespräch. Gerne. Ich danke dir fürs Interesse und euch allen fürs Zuhören. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute und viel Freude.